Tada! Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin wieder auf Reisen, sonst würde es kein Video geben. Und zwar bin ich genau da. Wenn ihr Lust habt, meine Reise tagesaktuell zu folgen, dann folgt mir doch auch auf Instagram oder auf Facebook. Und habt ihr schon ein Abo dagelassen? Wenn nicht, einfach hier unten in der Videobeschreibung auf Abonnieren klicken. Glocke nicht vergessen und dann lass das Intro starten. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Citroën Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Es geht weiter auf meiner Tour. Ich starte in Lissabon und fahre rasend schnell über die Autobahn. 15 Euro Maut muss ich zahlen, um nach Algesur zu kommen. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich stehe hier gerade in Algesur auf einem relativ netten, bisschen vermüllten Parkplatz, Picknickplatz. Also mein Plan für heute ist, Algesur zu besuchen und dann vielleicht noch mal ganz unten in die Ecke zu fahren und dann rum um die Kurve und dann bald ins Spanien einzufliegen. Jetzt trinke ich erstmal hier meinen Kaffee. Und dann gucke ich mal, was Algesur so hergibt. Tatsächlich ein richtig schöner Stellplatz, den ich da gefunden habe. Hier quaken die Frösche. Und da steht Werner. Und ich gehe jetzt da hoch. Ups. Heute werde ich unter die Bergsteiger gehen. Wow, richtig schön hier in den Bergen. Wer weiß, was das für eine Pflanze ist. Hier ist alles so am Hang gebaut. Und da ist die eigentliche Stadt Algesur. Das ist jetzt übrigens Weitwinkel. Es ist hier super eng. Aber richtig schön. Da ist es. Die Burg. Nicht das Schloss, die Burg. Übrigens gibt es hier einen Fahrradweg, Atlantic Coast Route. Der führt hier von Villanova Milfontes über Algesur nach Sagres.
Die Burg Al-Chisur wurde im 10. Jahrhundert während der muslimischen Besetzung als Garb al-Andalus erbaut. Es war die letzte Burg hier an der Algarve, die 1249 erobert wurde. Hier gibt es einige Legenden, die sich hartnäckig halten. Zum Beispiel soll sie im Morgengrauen des 24. Juni 1249 erobert worden sein. Hier ist eine Zisterne. Die wurde gebaut, um im Notfall die Menschen hier mit Wasser zu versorgen. Nicht sehr tief. Aber wenn es funktioniert hat. Hier sind nur noch die Grundmauern übrig. Na, seid ihr nicht stolz auf mich? So viel Kultur an einem Tag. Ich bin doch so ein Kulturbanause. Aber das war ja nicht so viel. Eine kleine Runde. Ich nehme euch jetzt mal mit in die verwinkelten Gassen hier des Ortes. Und ja, dann starte ich schon. Es geht weiter. Ich weiß noch gar nicht genau, wohin. Aber ich vermute, es wird Zagres werden. Das ist praktisch die südwestlichste Spitze hier. Da ist es bestimmt mächtig windig. Ach, ist ja niedlich. Da wohnt der Hund. Oh mein Gott. Wow, da tun mir die Augen weh, so schön ist die. Wie schön kann man denn wohnen? Und hier ist die Terrasse mit Blick auf die neue Stadt. Das ist jetzt zwar ein anderer Weg als vorhin, aber den anderen, den finde ich leider nicht mehr. Das ist hier alles so verzwickt und verwinkelt. Jetzt löse ich das Rätsel auch noch schnell auf. Das ist die Blüte einer Agave. Und das ist die Blüte vom letzten Jahr. Das ist hier der Fluss meines Stellplatzes. Leider quakt jetzt keiner mehr der Frösche. Und da oben steht Werner. Schade. Ich sehe auch keinen. Alle abgetaucht. Da oben war ich. Es geht los. Erstmal in Richtung eines Strandes und dann schauen wir mal. So, ich bin angekommen am angeblich schönsten Strand hier in Portugal. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich sag mal, was spricht gegen diesen Parkplatz? Ich muss mal nachher schauen, das ist garantiert ein Park-for-Night-Stellplatz, wo abends die Polizei kommt. Wie schön wäre es, hier übernachten zu können. Und so sieht es hier aus, so voll ist es noch nicht. Und da geht es zum Strand, wie ihr euch denken könnt. Und da sind so schöne Berge, also eine richtig, richtig tolle Gegend. Es ist zum ersten Mal, dass ich hier geflasht bin. Ja, nicht zu verachten. Was sagt ihr? Eieiei, da hat Mutter Natur was Schönes erschaffen. Ich sag mal nix, ihr versteht mich eh nicht. Ah, hier kann ich wieder mein Lieblingsspiel spielen. Gucken, wie oft sie BAM machen. BAM. Ich mache jetzt erstmal einen Strandspaziergang. Meine Hose ist schon nass.
aber bis da muss ich definitiv und dann noch bis da. Ui, viele Surfschulen sind hier. Die kriegen gerade Instruktionen und die machen Aufwärmgymnastik. Da hinten, die rutschen die Sanddünen runter. Die machen Sanddünen-Boarding. Oh mein Gott! Ja, ich bin immer noch am Strand hier. Jetzt aber was zum Essen kochen. Ich habe noch so viel in der Kühltasche, dass ich jetzt heute mal ein bisschen Nudeln mit Pesto essen möchte und Käse drüber. Und ich zeige euch mal, was ich in der Zwischenzeit mache. Ich probiere mal mein Solardingens hier aus und es ist unglaublich, wenn ich fahre, dann lädt die Power Station ungefähr mit 30 Watt. Und jetzt zeige ich euch mal kurz. Lädt sie mit 121 Watt. Wahnsinn! Ist ja gleich voll. Kann ich auch gleich mal meine Vorräte zeigen. Und zwar habe ich hier so eine, die sind so eine, da war mal ein Smoothie drin. Da habe ich alle so meine Sachen drin. Das ist total perfekt. Und hier sind die Nudeln. Späten Nachmittag packe ich Wenner zusammen und es geht weiter Richtung Süden. Mein Ziel ist Zagres. Ich bin in Zagres. Wow, schaut euch mal den Feigenbaum an. Der ist ja lustig gewachsen. Vorhin habe ich euch ja eine Agavenblüte gezeigt und das war von weitem, jetzt nochmal von näher. Also wenn die einem auf den Kopf kracht, ich glaube, das macht Aua. Da ist die Festung. Und hier einfach nur ein paar Meter weiter, also einmal so um die Ecke rum, hier kann man wieder surfen. Ich zeig's euch mal. Hier ist es fast so windig wie am Kap der Guten Hoffnung. Jetzt geht's ins Schloss. Hat von 9:30 Uhr bis 17:30 Uhr geöffnet.
schon geschlossen. Kein Problem für mich, nur für euch. Es ist so unglaublich windig in Sagres, dass ich mich entschließe, wieder ein kleines Stückchen weiterzufahren. Und zwar will ich nach Cabo Aero. Also ich bin hier mitten in Cabo Aero gelandet. Barkvanai hat mich irgendwie in die Irre geführt. Jetzt bin ich hier mitten in Cabo Aero und muss erstmal wieder rausfinden. Eieieiei. Kann ja nicht hier mitten in der Stadt schlafen. Also selbst wenn jetzt hier ein Parkplatz frei wäre, wäre das dann doch nicht so mein Ding, hier so auf dem Präsentierteller zu liegen. Ich bin jetzt in Cabo Aero angekommen und habe einen Stellplatz, der sich ein bisschen gut anfühlt. Es ist tatsächlich auch kein Park-for-Night-Stellplatz und ich bleib da jetzt einfach stehen. Ja, und schaut mal, wie es hier aussieht. Ich drehe mal um die Kamera. Dahinter ist der Sonnenuntergang. Hier sind lauter Felsen. Eine Höhle, muss ich gleich mal gucken gehen. Hier kann man pennen und ich glaube, ich sehe auch schon jemanden, der hier schlafen möchte. Oh, wow! Hier sind so viele Höhlen. Das muss ja ein Paradies sein für Kinder hier. Ich habe es mir jetzt hier gemütlich gemacht, esse die restlichen Nudeln vom Mittag und da läuft eine Timelapse. Und schaut mal da, fährt noch einer Sack.